Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu World of Warships und schon fast am Ende der Runde, wie ihr seht. Aber das ist Absicht, denn ich dachte mir, ich spiele ja so oft mit dem Zerstörer oder auch mit dem Flugzeugträger in letzter Zeit, dass ich jetzt einfach nur nochmal so ein, sozusagen das Ende aufnehme, um dann gleich auch mal eine Runde zum Beispiel mit der Omaha aufzunehmen, die ich ja jetzt neu habe seit einigen Tagen. Und ja, mal gucken. Also ich war diese Runde noch nicht so erfolgreich, wie ihr seht. Natürlich kommt hier das Spotting-Flugzeug. Kacke. Macht aber auch nichts. Oh, schade. Wollte ich doch gerade schießen. Na gut. Ja, also glanzvoll war es nicht wirklich. Boah. Vorletzter im Schaden oder in Erfahrung. Das ist natürlich doof. Aber egal. So, ich habe übrigens hier bei meinem Kapitän das mal dazu genommen. Denn ich habe mir ist aufgefallen, gerade beim Zerstörer kommt das sehr oft vor, dass das Ruder oder die Schrauben, wie auch immer, zerschossen werden und man dafür eine Reparatur nutzen muss. Deshalb habe ich das jetzt genommen und finde es bisher auch sehr, sehr cool. Schiffs-EP 35.000 und mir fehlen, na gut, 63.000, also 28.000 Punkte fehlen noch. Ist noch eine ganze Ecke, aber ich werde jetzt erstmal eine Runde mit der Omaha drehen. Einmal gucken, kann ich schon irgendwas kaufen? Nee, noch nicht wirklich, aber in der nächsten Runde, wenn ich jetzt ein bisschen gut spiele. Bis gleich. So, weiter geht's mit der Omaha. Die Runde ist schon gestartet, aber bisher noch nicht wirklich was passiert. Jetzt geht's gleich eventuell los mit ein bisschen Glück, dass ich hier meine ersten Treffer setze. Mal schauen. Oh. Oh, 6 Treffer. Das war natürlich sehr gut. Ah, da komme ich nicht ran. Da komme ich auch nicht ran. Vielleicht komme ich an. Ah ja, der ist weg. Sehr schön. Das ist natürlich schon mal richtig gut. So, unser Träger fährt leider in die falsche Richtung, würde ich mal fast sagen. So, wollen wir doch mal gucken. Kommt die Miyogi wieder? Huch, ich wollte doch gar nicht alle schießen. Hey! Wollte nicht alle schießen. Oh, die kriegt Torpedotreffer. Oder? Oh, kommt sie gerade noch so weg. Glück gehabt, ey. So, ich wechsle mal wieder auf High Explosives. Ich versuche die mal in Brand zu stecken. Denn ich könnte mir fast vorstellen, dass der durch zahlreiche Treffer seine Reparatur schon genutzt hat. Und wenn ich den jetzt in Brand stecke. Oh Mann. Naja, der ist hier gleich weg. Da werde ich wohl nicht mal mehr treffen. Naja, ein Treffer immerhin noch. Komm schon. Ah, schade. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen näher ranfahren hier. Damit ich auch mal eine Chance habe, weitere Treffer zu setzen. Aber solange ich die hier noch nicht wirklich upgradet habe, ich habe ja erst 2, 3 Sachen erforscht, bin ich mit denen immer lieber ein bisschen vorsichtig. Einer der Zerstörer könnte eigentlich schon mal ganz gut zu B fahren und dann ein bisschen Verwirrung stiften. Gucken, ob das vielleicht einer der Zerstörer jetzt macht, wenn man ihn darauf hinweist, freundlich.
Ja, irgendwann muss ich ja mal treffen, oder? Jawohl. Oh, die sehen ganz gut aus. Hohohoho. Bam. Uiuiuiui. Ja. Fein. Das Problem ist, die Schlachtschiffe hier und die. Ah, das sind natürlich die anderen Omahas. Und diese. Auf jeden Fall die hier ist schon ein bisschen weiter als ich. Komme ich nirgendwo ran. Das ist schade. Ich fahre einmal rechts an der Insel vorbei. Da werde ich mir sicherlich ein, zwei Treffer einsacken. Aber ist dann so. Immerhin einmal. Oh. Schießt du auf mich? Nee, ne? Ich glaub nicht. Ja, doch, hat er. Oh ja, gute Treffer. War zwar jetzt nur mit HE, aber. Ne, Brand konnte er löschen. Schade. Oh, die New York ist aber recht mutig. Die sollte vielleicht lieber einen Tick zurückfahren. Ich drehe auf jeden Fall in die andere Richtung. Yeah, in Brand gesteckt. Ah, komm schon. Nochmal ein Brand jetzt. Das wäre cool. Ah, schade, drüber geschossen. Ja, das passiert nämlich, wenn man zu weit vorfährt. Der ist übermütig geworden. Und schwuppdiwupp. Ist er kaputt? Schade, das hätte nicht sein müssen. Und die Kongo fährt da auch ziemlich weit ran. Das muss auch nicht sein. Weil, wenn wir hier weg sind, dann ist als nächstes unser Träger dran. Eigentlich ist das ziemlich uncool. Naja gut, gucken wir mal. Ein bisschen aufs Deck schießen. Mal versuchen, das Feuer zu entfachen hier. Jawohl, Feuer. So, jetzt müsste ich noch ein Feuer starten. Der hat nämlich sein Feuer gelöscht. Komm schon. Dann hätte der nämlich jetzt eine ganze Minute mindestens Feuer an Bord. Ah, shit. Aua. Am Anfang sah das so gut aus und jetzt liegen wir zurück. Das ist ja übel.
schon. Feuer. Gut, Feuer umwechseln. Alter, jetzt kommen sie aber von allen Seiten hier. Ich komme gerade nirgendwo ran, das ist doof. Ja, ich werde jetzt einfach mal mit voller Pulle auf die Kongo zufahren. Aua. Hört ihr wohl mal auf damit? Lumpenpack. Ach, zu weit, zu wenig vorgezielt. Das müsste gut sein. Na schade, hätten die Zerstörer da am Anfang, als ich gesagt habe, B erobern, hätten die es gemacht, dann wäre das sicherlich ein bisschen anders gelaufen. Aua. So, komm schon. Drehen, 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 drehen. Oh, Kacke, da ist noch eine Omaha, die habe ich zu spät gesehen. Freundchen, doch nicht mit mir. Los, schneller. Wo dreht denn der Zerstörer hin, Mann? Oh. Alter. Wäre ich bloß die andere Richtung lang gefahren? Oh shit. Nein, der trifft auch noch. Na egal. Komm schon. Naja. Doch. Oh nein! Hätte ich bloß einen früher getroffen. Schade auch. Naja, gut. War eh egal.
Ich hätte die andere Richtung nehmen sollen, aber kann man hinterher auch nichts machen. Ach Mann, so ein Mist. Ja, immerhin noch einigermaßen oben dabei. Nur 35.000 fast, 5.300 durch Brände. War jetzt schon nicht so schlecht. Wir hätten jetzt nur noch gewinnen müssen. 145 Treffer. Ja, gut. Ich glaube, ich probiere das gleich nochmal. Aber vorher gucke ich mal. So, was bringt mir die Kanone hier? Dreht langsamer, schießt schneller. So, dafür brauche ich aber erst das hier. Mehr Trefferpunkte und mehr Flacklafetten. Ansonsten nischt. Ja, brauche ich noch eine Runde, leider. Keine Lust dafür, jetzt 700 freie Erfahrung auszugeben. Gut, Moment. Mal kurz gucken. Drehgeschwindigkeit. Was sind denn das hier für welche? 152er. Ja. Was kommt denn da nachher eigentlich so an Geschützen? Wahrscheinlich größere Geschütze. Wo bin ich gerade? Was hat die Cleveland eigentlich so für Geschütze? 152er. 203er. Au. Au, au, au. Ja, die tun dann schon ein bisschen weh. Gut, nee, ich wollte nur gucken, ob sich das dann auch lohnt, wenn ich dann hier das mit dazu nehme. Aber über 155 ist ja auch dabei. Torpedos lasse ich weg, die benutze ich bei den Kreuzern eh nicht wirklich. Was haben wir hier noch? So, ne, das brauche ich nicht unbedingt. Das hier wäre eigentlich auch noch interessant. Damit ich weiß, ob ich entdeckt bin oder nicht. Was habe ich denn eigentlich so für eine Entdecker... Oberflächensichtbarkeit, 13,5 Kilometer. Puh. Ja gut, dann kann ich mir das eigentlich auch sparen hier. Moment. Damit sieht mich eh jeder. Dann denke ich einfach, ich bin immer entdeckt und nehme erstmal das auf jeden Fall noch dazu. Und spare mir den einen Punkt, den ich überhaupt dann für die nächste Runde. Ebene. So, bis gleich. So, liebe Leute. Weiter geht's. Und ich werde jetzt einfach hier mal ab durch die Mitte fahren, denn da vorne direkt ist der Träger. Und vielleicht habe ich da ja irgendwie das Glück und komme da ran, keine Ahnung. Zwei der vier gegnerischen Zerstörer sind weg, die anderen beiden, einer fährt bei D, der andere fährt bei A, das heißt, hier kann keiner kommen. Und ja, ich dachte mir, ich gucke einfach mal, dass ich hier vielleicht so ein bisschen für Stimmung sorge. Schade. Und jetzt habe ich nämlich gleich ein Problem. Aber egal. Irgendwas ist ja immer. Ich versuche einfach mal ein bisschen wegzukommen. Alter, ja, das ist natürlich gerade heftig, was der da macht. Ja, ich glaube, so wirklich wegkommen werde ich hier nicht mehr, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Au. Muss versuchen, hinter die Insel zu kommen. Aua, aua, aua. Hahaha.
Nein! Aua, Alter! Ja, dass die so dicht noch dran sind an B, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich dachte ja, die fahren da ein bisschen Richtung A. Na, dass ich hier so eine Kasperklatschen reinkriege. Ah, shit. Das war doof. Hätte nicht sein müssen. Ich rette mich jetzt hier von Insel zu Insel. Oder versuch's jedenfalls. Alter, hört ihr wohl auf damit? So. Gut, fahre ich erstmal wieder weg. Ah, Torpedobomber. Das auch noch. Nein, 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 nein. Drehen, 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 drehen. Scheiße, scheiße. Oh, der trifft mich. Ah. Puh. Glück gehabt. Ah, Kacke. Ja, ich darf endlich drehen. Dankeschön. Komme ich vielleicht doch nochmal weg hier? Die sind Gott sei Dank erstmal hinter der Insel. Das heißt, ja, dadurch, dass wir jetzt 830 Punkte haben, versuche ich natürlich jetzt hier mit meinen letzten HP zu überleben. Ja, viel los war leider nicht. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Wie gesagt, dass da auf einmal zwei, drei von A zurückfahren Richtung Richtung B. Das war ein bisschen fies. Aber gut. Ist nun mal so. Immerhin ist Krieg, da ist das erlaubt. So. Ich flüchte natürlich nicht. Ich versuche die Eroberer anzugreifen. Ja, nee, da wird nichts mehr passieren. Oh, gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da noch wegkomme. Sehr schön. Cool. Trotzdem irgendwie eine maue Runde. Schade eigentlich. Die Runden, in denen ich nichts reiß, die gewinne ich immer. Blöd, ey. Oh, da sinkt die auch noch. Nee, doch nicht, ist noch da. Komm schon, komm schon. Oh, nö. Nicht mal mehr das. Toll. Ach, Mittelfeld. Totaler Durchschnitt. Das war doof. Na egal. Ich kann mir auf jeden Fall... Ups. Und da los. Erforschen. 340.000. Oh Mann, ey. Das wird aber langsam echt teuer hier. Puh. Na gut. Nützt ja nix. Was haben wir denn hier so? Nee, da hole ich mir erstmal nix. Ich glaube, ich spiele noch eine Runde mit der Bogue. Ja, liebe Leute, Runde hat schon ein klein bisschen begonnen, wie gerade eben auch schon. Aber aktuell war noch nicht so viel los. Jetzt ist hier gerade ein bisschen Action, deshalb dachte ich mir, leg ich mal los. Und ich guck mal, dass ich hier schön gleich die Jäger und Bomber kaputt mache.
Oh fuck. Das wird heftig. Drei Stück gleich, das ist natürlich übel. Naja, komme ich nicht mehr weg. Schade, dass der Zerstörer weggefahren ist. Der hätte vielleicht auch noch einen wegschnappen können. Aber Gott sei Dank, dass die andere Staffel da wegfliegt, habe ich ein bisschen Glück jetzt. Das könnte ich tatsächlich noch für mich entscheiden. Dadurch, dass der jetzt nicht mehr Support kriegt. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Was? Ah, der hat keine Munition mehr. Scheiße. Naja, gut. Ging trotzdem noch einigermaßen glimpflich aus, würde ich mal sagen. Dafür, dass das eigentlich drei Staffeln waren. Da hat auf jeden Fall einer der beiden Flugzeugträgerkapitäne gepennt. Gott sei Dank. Oh Scheiße, da habe ich gepennt. Mist. Ach, da drehen wir mal lieber um und lassen die Bomber Bomber sein. Da habe ich nicht aufgepasst. Mist. Ich muss auf jeden Fall warten, bis beide Staffeln zusammen sind. So. Es sind nur zwei Staffeln, das werde ich wohl schaffen. Alter, was ist denn da los? Bomber, 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 Torpedobomber. Krass, Mann. Ja, kriegt er meinen Bomber noch? Juhu! Gut, mit dem kann ich jetzt eh nicht mehr viel machen. Das heißt, ich werde. Ich muss umdrehen. Scheiße, da oben kommen die Schlachtschiffe. Oh nein! Ich hab. Oh Mann, ey, was für eine Runde. Wieso passe ich denn nicht auf? Ich trottel. Ah ne, ist ein Kreuzer, aber trotzdem. Kann mal gucken, ob ich da vielleicht noch was treffe.
So, ja, Bomber ist eh nicht so wild. So, jetzt geht's los hier. Geil. So eine Luftschlacht hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Ja, schade, jetzt holen die natürlich. Komm schon, mach den platt. Mach den platt. So. Ja, wegkommen werde ich eh nicht mehr. Autsch. Ja, blöd, da habe ich nicht aufgepasst. Das war doof. Aber ich habe mir noch den Clear Sky Erfolg geholt. Das ist natürlich schon mal ganz nett. Und mit ein bisschen Glück gewinnen wir das auch noch. Wäre ganz cool. Hätte auf jeden Fall besser laufen können. Ich musste auch ein bisschen mehr auf die Karte gucken. Ich war so in den Flugzeugkampf vertieft. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber egal. Ja, ich werde hier mal die Folge beenden. Gleich noch einmal kurz reinschalten zur Übersicht, wenn es dann soweit ist. Und sag hier aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. So, hier dann noch wie versprochen einmal die Abrechnung zur Bogue. 33 Stück. Clear Sky. Teamwertung ist auch ganz okay. Ja, und ansonsten Schaden natürlich nicht viel gemacht. Die Bomber haben einem zweimal geschossen, glaube ich. Nichts getroffen. Aber dafür halt sehr viele Fighter. Ja, gut. Eine Runde mit dem Yogi habe ich gerade noch gespielt. Das war richtig knapp. Da war ich mal runter bis auf 2000 HP und konnte dann gerade noch um eine Insel flüchten und reparieren. Also, das ging eigentlich ziemlich gut hier, wie ihr seht. Und ja, gut. Damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich von heute. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Ciao, ciao.